Heute zeige ich euch, wie ihr euch Matic oder Matiz auf MetaMask transferieren könnt. Falls ihr noch keinen MetaMask-Account habt, würde ich euch das Video oben empfehlen. Macht ihr kurz und kommt dann wieder zurück. Matic kann man sich auf vielen Exchanges holen. Hier bin ich gerade auf Kengoku und unten ist eine Liste. Kann man sie zum Beispiel auf Binance, auf Gate.io, DigiPhoenix und viele mehr. Also hier ist auf jeden Fall eine Liste von Exchanges. Wir machen das Ganze heute mit Binance. Binance ist die größte Crypto-Exchange. Und damit werden es die meisten auch wahrscheinlich machen. Und dazu gehen wir einmal auf Wallet und Fiat und Spot. Wenn ihr noch keinen Matic gekauft habt, würde ich hier das Video oben empfehlen. Da zeige ich euch, wie ihr euch generell Kryptos auf Binance kaufen könnt. Und nachdem wir uns unsere Matic gekauft haben, können wir einmal auf Withdraw gehen. Und jetzt haben wir hier zwei Lücken, die wir ausfüllen müssen. Einmal die Adresse. Hier können wir auf unsere MetaMask gehen. Und ich bin schon auf das Polygon Mainnet. Falls ihr das Polygon Mainnet noch nicht habt und ihr wollt generell noch alles um Matic drumherum euch in MetaMask einrichten, empfehle ich das Video oben. Da ist quasi alles, über was ihr über Matic wissen müsst, in MetaMask durchgeführt worden. Dann haben wir hier uns unter unserem Namen die Adresse, können wir einmal mit Linksklick kopieren. Dann geben wir die Adresse mit Steuerung V ein und die erscheint schon. Und bei der Adresse ist es egal, ob ihr jetzt auf der Polygon Mainnet oder auf der Binance Smart Chain seid. Wenn ihr die Adresse kopiert, bleibt die trotzdem immer gleich. Das heißt, die Adresse ist quasi accountabhängig und nicht von der Smart Chain. Wir können aber trotzdem mal auf der Polygon Smart Chain bleiben oder auf dem Polygon Mainnet, denn was nicht egal ist, ist die Network. Hier wird schon oben die ersten beiden, einmal die Binance Smart Chain und einmal die Ethereum Mainnet aufgelistet. Und hier müssen wir vorsichtig sein, denn wenn wir die ersten beiden wählen würden und es dann transferieren würden, dann würden unsere Matic nicht auf die Binance Smart Chain und auch nicht auf die Ethereum Mainnet gelangen. Also in diesem Fall Ethereum schon, bei Binance bin ich mir eigentlich nicht sicher, weil jetzt kann man hier sehen, dass Ethereum hier unterstützt wird, müsst ihr euch mal erkundigen. Aber sagen wir mal, Binance Smart Chain wird nicht unterstützt und ihr schickt die Polygon auf eure MetaMask Wallet, dann kann es sein, dass die Matic nicht auf euer Konto angezeigt werden, sondern dass sie einfach gelöscht werden. Und es gibt auch leider keinen Weg, die wieder zurückzuholen. Das heißt, wenn ihr eine falsche Network auswählt, dann sind eure Coins futsch. Das heißt, hier wirklich gut aufpassen. Da aber die Fees bei Ethereum $15 sind, gehen wir auf Matic, weil das ist ja klar. Hier ploppt dann so ein Achtungfenster auf, dass die Matic Network gerade ein paar Fehler hat. Wenn man das aber realisiert, kann man hier trotzdem schreiben, zum Beispiel 10 Matic. Dann kriegen wir at the end 9,900 Matic auf unser MetaMask-Konto hinzugefügt. Dann können wir einmal auf Withdraw gehen und wir werden unsere Coins auf unser MetaMask innerhalb von den ersten maximal 10 Minuten gut geschrieben. Ja, wie gesagt, zurzeit gibt es ein paar Probleme bei Polygon, aber das sollte sich in den nächsten Tagen, maximal Wochen, wieder richten und es sollte dann alles wieder gut funktionieren. Ansonsten zeige ich euch jetzt noch, was ihr alles über die MetaMask noch wissen müsst. Falls ihr die MetaMask noch nicht habt, wie gesagt, geht ihr hier auf die offizielle Seite metamask.io und geht dann hier auf Download. Da habt ihr hier verschiedene Möglichkeiten über Chrome, über Firefox oder was auch immer. Geht über alles. Könnt ihr theoretisch auch als App benutzen. Wir haben das jetzt hier aber als Desktop-Version und hier gibt es auch verschiedene Netzwerke. Ich habe jetzt hier beispielsweise einmal Ethereum, Binance Smart Chain und Polygon eingetragen. Ja? Habt ihr zum Beispiel Binance, das ihr transferieren wollt, dann habt ihr hier die Möglichkeit, Binance Smart Chain reinzufügen. Übrigens, falls ihr wissen wollt, wie ihr euch die Binance Smart Chain im Netzwerk einrichtet, kann ich euch das Video oben empfehlen, da ist alles nochmal erklärt. Die beiden Coins verlaufen über die Binance Smart Chain, das heißt, die beiden Coins werden zum Beispiel nie in der Ethereum Blockchain aufgelistet sein, weil das eben zwei verschiedene Welten quasi sind, ja. Müsst ihr euch einfach vorstellen, jede Smart Chain ist auch ein eigener Coin, aber nicht jeder Coin ist eine eigene Smart Chain. Das heißt, wenn jetzt ein neuer Coin aufgelistet wird, muss er sich im besten Fall eine Blockchain aussuchen, indem er aufgelistet ist oder beziehungsweise kooperiert. Und das könnt ihr euch am besten per CoinGecko angucken. Sagen wir jetzt beispielsweise Everdome. Und hier können wir dann oben links sehen, dass der Everdome oder der Everdome Coin auf der Binance Smart Chain verläuft. Ja, das heißt, wir könnten uns Everdome theoretisch auf Binance kaufen und auch auf der Binance Smart Chain transferieren. Somit haben wir hier dann unsere Dome gelistet. Ja, das ist ein Beispiel und CoinGecko ist hier wirklich ein gutes Tool. Hier könnt ihr euch alle Kryptos angucken. Ja, und dann sagen wir zum Beispiel hier Chainlink und dann steht hier, okay, Chainlink verläuft über die Ethereum-Blockchain, dann müssen wir es über Ethereum auch verschicken. Ja, so läuft das Ganze. Ansonsten könnt ihr euch hier jederzeit Tokens importen. Dann wählt ihr hier einfach
Token aus. Sagen wir zum Beispiel Link. Dann haben wir hier den Chainlink Token. Gehen wir auf Weiter. Import Token. Ja, und dann haben wir hier den Link, den Chainlink Token quasi hier auf der Ethereum Mainnet im MetaMask eingelistet. Und wenn wir uns jetzt Chainlink auf MetaMask übertragen würden, dann würde hier auch stehen, wie viel Chainlink wir haben. Und wie gesagt, erkundigt euch einfach, welche Smart Chain wie verläuft. Wie gesagt, Ethereum ist zum Beispiel sehr teuer, da gibt es teure Gas-Fees, weil das System einfach noch nicht so wirklich ausgeprägt ist, wie zum Beispiel Binance oder das Polygon-Netzwerk, denn hier sind die Gas-Fees auf jeden Fall sehr billig. Und man kann sagen, das ist, ja, die Transferkosten sind fast nichts im Gegensatz zu Ethereum. Und nochmal wirklich aufpassen, denn falls ihr das auf das falschen Smart Chain verschickt, dann sind eure Coins futsch. Das heißt, ihr könnt die nicht mehr zurückholen. Einfach nochmal als Andenken, das heißt wirklich vorsichtig sein. Ansonsten können wir hier nochmal auf die drei Punkte, auf die Account-Titels gehen. Hier haben wir nochmal so einen QR-Code, das kann man theoretisch einscannen, damit man hier diesen langen Code nicht reinschreiben kann, wenn man das nicht kopieren kann. Da kann man quasi den Code theoretisch einscannen, quasi schneller oder griffbereiter haben. Hier können wir den Namen nochmal ändern. Ansonsten hier bei den Einstellungen könnt ihr noch einstellen, welche Währung ihr einsehen wollt. Ihr könnt hier einstellen US-Dollar, das ist normal. Über den Euro, machen auch wahrscheinlich viele, könnt ihr hier einstellen. US-Dollar ist eigentlich ja allgemeiner, deswegen würde ich das eigentlich immer präferieren. Senden könnt ihr natürlich hier euer QR-Code einsenden, auf welcher Wallet ihr das verschicken wollt. Oder ihr tragt halt hier eure Wallet-Adresse ein. Ich habe jetzt beispielsweise meine gemacht und dann würdet ihr hier Binance einwählen oder halt Cake, was auch immer ihr habt. Wie viel Binance davon? Ja, beispielsweise so viel Binance. Können wir auch weitergehen und dann wird der Coin auf der Wallet auch verschickt. Ansonsten können wir hier noch swappen. Sagen wir mal, ihr wollt eure Binance zu Dogecoin umändern. Da werden 4 Dollar in Dogecoin umgewandelt. Hier können wir noch die Slipperage, sogenannte Slipperage Tolerance einstellen. Das bedeutet, wenn quasi Binance jetzt innerhalb der Umwandlung um 3% steigen würde, dann würde hier die Transaktion abgebrochen werden, weil dadurch ein hoher Preisunterschied zustande kommt. Das kann man hier einstellen, wie viel man das haben will. Kannst du auch auf Custom stellen, sagen wir mal 10%. Ja, aber dann wird es auf jeden Fall durchgeführt. Das passiert eigentlich nur in den seltensten Fällen, deswegen kann man es eigentlich auch auf 2 oder 3% lassen. Dann swappt man das, dann hat man quasi von diesen kleinen Binance-Beträgen auch in Dogecoin quasi. Und falls ihr dann hier aus irgendwelchen Grund Dogecoin nicht seht, könnt ihr dann das gleiche hier machen mit Import-Tokens. Ja, auf der Binance Smart Chain ist es ein bisschen anders, da müsst ihr hier die Vertragsadresse euch angucken und den Token-Symbol und die Dezimalangabe der Präzision. Das könnt ihr überall im Internet finden, ganz einfach. Schreibt einfach Dogecoin Import-Tokens oder geht hier einfach auf die CoinGecko-Seite unter Dogecoin. Ja, und falls es hier bei Dogecoin zum Beispiel nicht angezeigt wird auf CoinGecko, könnt ihr auch ganz einfach auf CoinMarketCap gehen, auf Dogecoin. Und dann wird es euch hier angezeigt. Drückt auf das MetaMask-Symbol, Token hinzufügen. Und dann wird euer Token hier auch eben aufgelistet. Das ist eigentlich alles, was man wissen muss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut's rein und see ya.